Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miss Survival. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal wieder zu einer etwas anderen Folge und zwar, wo sich alles darum dreht, wie man hier selber Munition herstellt bei Miss Survival. Okay, und ich denke, ich muss da ganz weit ausholen. Das kann man natürlich nicht direkt zu Beginn des Spiels machen. Denn man braucht erstmal so einiges. Und um überhaupt in die Mine gehen zu können, muss man wirklich schon relativ gut ausgerüstet sein. Das erste, was man dafür benötigt, ist die Schmiede. Die ist im Baumenü unter B zu finden. Und zwar hier. Einmal die große Schmiede, wo man dann nachher auch den Amboss benutzen kann, um andere Sachen zu craften. Was man auf jeden Fall schon benötigt, um die zu bauen, ist ein Hammer im Inventar und eine Säge. In letzter Zeit in dieser Version ist zumindest der Hammer immer ein Teil des Equipments, welches man in der Kiste oder im Koffer beim Spawnen bekommt. Ansonsten findet man eine Säge unter anderem hier. Okay, dann noch allgemein zur Schmiede. Dort, wo sie platziert wird, kann sie auch nicht mehr zerstört oder umplatziert werden. Die steht dann fest dort, also überlegt euch sehr gut, wo sie stehen soll. Am besten hat man da schon einen festen Platz für seine Base. Dann benötigt man natürlich Erz. Dieses findet man in der alten Mine. Die befindet sich auf der Map ganz hier unten. Und es befinden sich zu jeder Tageszeit Infizierte in der alten Mine. Von daher sollte man schon relativ gut ausgerüstet sein, wenn man sich dorthin begibt. Zu Beginn hat man nicht ganz so viel Munition, daher gehe ich gerne immer mit Machete und Schild rein. Eine Machete könnt ihr zu Beginn direkt hier finden. Und in dieser Version kann man auch ein Schild finden. Das ist zwar ein wenig kleiner als das, was man sich im Inventar selber craften kann, aber für den Anfang ist das eigentlich auch okay. Ansonsten craftet man sich das Schild unter I im Inventar. Und kann es dann an der Werkbank verbessern. Und zwar hier. Also rechte Maustaste, Schild vorhalten. Mit der linken Maustaste kann man dann den Infizierten einmal wegboxen. Und der fällt dann ein Stück zurück und dann kann man zuschlagen und zack, wieder Schild hoch. Okay, eine Werkbank findet ihr unter anderem hier. Und dann noch eine Sache zu der Mine. Ich habe dann später, als ich schon besser ausgerüstet war, einfach überall diese Spike-Barrikaden hingebaut. Natürlich nicht alle auf einmal, das hat wirklich viel Zeit gekostet. Aber jetzt ist es fast schon ein Spaziergang in der alten Mine. So. Was dann natürlich noch wichtig ist, die Mine ist natürlich noch ein bisschen größer und in diesem ersten Bereich, bevor man gegen den Berserker kämpft, befindet sich nicht ganz so viel Erz. Etwas weiter unten ist das natürlich anders. Dafür muss man allerdings dann erstmal den Berserker erledigen. Dort gibt es dann noch weitere Erzvorkommen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, diese ganze Aktion, Munition selber zu machen, dafür muss man sowieso schon einen fortgeschrittenen Spielstand haben. Ansonsten geht das eine ohne das andere sowieso nicht. Okay,
Dann geht's erstmal wieder runter zur Schmiede. Dort wird erstmal alles geschmolzen. Um überhaupt in der Mine Erz abbauen zu können, benötigt man auch eine Spitzhacke. Diese kann man sich hier an der Schmiede herstellen mit ein bisschen Holz und ein paar Metallbarren. Die Metallbarren bekommt man, indem man Metal Scraps einschmelzt. So, hier habe ich schon ein bisschen was reingedonnert. Hier unten seht ihr immer, wie viele Barren da rauskommen würden. Das Ganze muss dann erst geschmolzen werden. Und wenn das dann fertig ist, kann man die Reloading Bench bauen. Die findet man auch wieder unter B im Baumenü. Hier. Und dafür benötigt man 2 Kupferbarren, 2 Eisenbarren, welche von den Zahnrädern und ein paar Bretter sowie Hammer und Säge wieder im Inventar. Auch die Zahnräder kann man sich selber herstellen an der Schmiede oder herstellen lassen, wenn man schon jemanden in seiner Base hat von den Überlebenden. Dafür benötigt man auch nur die Metallbarren. So, genauso wie bei der Werkbank kann man die Reloading Bench dann später auch leveln. Dann kann man auch selber Handgranaten herstellen. So, und hier hätten wir die Munition. Um Munition herzustellen, braucht man Schießpulver und die jeweilige Patrone dafür. Schießpulver kann man im Inventar herstellen. Dafür muss man aus diesen Materialien Salpeter und Sulfur dann noch dieses Pulver herstellen. Außerdem benötigt man Kohle. Kohle bekommt man aus dem Campfire. Wird das Lagerfeuer benutzt, sammelt sich hier automatisch Kohle unten drin. Um diese Pulver herstellen zu können, benötigt man einen Mörser und Stößel. Den findet man hier. Oder man kann sich diesen an der Schmiede selber craften. Dafür benötigt man nur 8-mal Stein. Sulfur und Salpeter findet man genauso in der alten Mine wie Eisen und Kupfer und Zink. So, dann erst im Inventar das Pulver herstellen. Und dann kann man Schießpulver herstellen. Okay, weiter geht es an der Schmiede, denn man kann zwar hier und da ein paar von den Patronen finden, allerdings ist das nicht besonders viel. An der Schmiede kann man dann auch Patronen herstellen. Dafür benötigt man Metallbarren und Messingbarren. So, die ganz normalen Metallbarren, die bekommt man, indem man Metal Scraps einschmelzt. Welche von den Messingbarren habe ich in der alten Mine gefunden, auf dem Weg zum Berserker. Man kann sich die allerdings auch selber schmelzen, und zwar indem man Zinkerz und Kupfererz mischt. Ich habe jetzt leider nicht mehr genug Kupfererz, kann euch das aber trotzdem einmal zeigen. Man benötigt 8-mal Kupfererz, um überhaupt einen Barren schmelzen zu können. Genauso ist es beim Zink. Aber man kann das hier schon sehr gut sehen. Wenn ich hier jetzt noch das Kupfererz mit rüberziehe, dann würde ich, wäre dies hier vollständig, einen Messingbarren daraus bekommen. Dann kann man sich jetzt auch die Patronen herstellen. Ich brauche im Moment am meisten von dieser Munition, deswegen werde ich jetzt auch ein paar hiervon noch herstellen. Okay, ich habe kurz ein Schläfchen gehalten. Das Unwetter war doch sehr laut. So, jetzt habe ich hier welche von diesen Hülsen hergestellt und kann jetzt meine Munition herstellen.
geschafft. Das war's dann jetzt auch zu diesem Thema. Und dann werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe natürlich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö.